We are developing some navigation system for surgeon. So the idea is that by using some CT scan preoperative to a surgery, we're able to rebuild a virtual model and using this virtual model in the surgery. Ich mache eine molekulargenetische Forschung zum Verteilungsmuster von weißen Abzeichen beim American Quarter Horse. Man nennt das auch Splashed White Pattern. Es ist ein weißes Abzeichen, das sich über den ganzen Kopf ausbreitet und blaue Augen gibt und sehr häufig zu Taubheit führt. Ich bin von Haus aus Theologe und nun tätig in der Diakonie. Dieses Wort ist kaum bekannt wohl. Das ist die kirchlich getragene soziale Arbeit, wie sie in Kirchgemeinden oft geschieht. Ich arbeite im Bereich des Völkerstrafrechts. Das ist eine Schnittmenge aus Strafrecht und Völkerrecht. Man versucht, Verletzungen des Völkerrechts eben mit dem Mittel einer individuellen Sanktionierung zu verfolgen. Und ich speziell arbeite jetzt im Bereich der Kriegsverbrechen und da vor allem im Bereich der Kriegsverbrechen im nicht internationalen bewaffneten Konflikt, also im Bürgerkrieg. I think what I like the most is the challenge of the everyday challenge, because we are trying to bring new technology to the operative rooms for the surgeons. Diese Herausforderung an dieser Schnittstelle auch zwischen Recht und Politik, die ist es eben, die mich gepackt hat. Ich schätze sehr, dass ich einen politischen Bezug habe, dass ich in verschiedenen Disziplinen auch nachfragen kann und zurückgefragt werde von meinem theologischen Wissen her. Die Konzeption, der Gesamtwurf meiner Arbeit ist spannend, ist sehr ertragreich, aber nimmt schon mal die ein oder andere Minute oder Viertelstunde des Schlafs weg, in der Tat. Jetzt, wo wir natürlich etwas gefunden haben, das wahrscheinlich sogar tödlich ist, wenn es doppelt vorkommt, also wenn es homozygot vorliegt, will ich natürlich sofort, dass das veröffentlicht wird und die Züchter das wissen und nicht weiter solche Pferde miteinander verpaaren. Ja, also während der DIST war es immer wieder die Frage auch, ob man so ein großes Projekt überhaupt zu Ende bringen kann. Ich würde gerne noch mir die Kompetenz des Geigenspielens erwerben. Nach der Dissertation möchte ich meine praktischen Fähigkeiten verbessern, um eine gute Tierärztin zu werden. And everybody is speaking together in German, I'm just not able to understand, so that's what I want to learn here. Ja, etwas mehr Gelassenheit, Vertrauen auf sich selbst, Ruhe auch, dass es schon geht. Das ist das, was man sich manchmal wünscht. Ich kann im September jetzt für ein Postdoc-Jahr nach Cambridge, UK, reisen und freue mich sehr auf diese Herausforderung. Next personal really important goal is to be able to bring this new technique that has been developing since I've started in Bern into the OR. Ich suche bereits weiter nach einer weiteren Mutation, da nicht alle Pferde mit diesem weißen Kopf diese Mutation tragen. Es wird wahrscheinlich noch eine zweite geben. Ich heirate in 14 Tagen. Wenn ich mich jetzt nicht für eine Dissertation entschieden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich bereits irgendwo Assistentin in einer Tierarztpraxis. Nach meiner Forschungsarbeit, denke ich, gehe ich über kurz oder lange Zeit wieder einmal ins Pfarramt zurück. Ja, lange Zeit hätte ich geantwortet Bauer, das war über viele Jahre meine einzige Zukunftsperspektive. But I will be always in science. I cannot imagine life without science, because it's my things. Die kurzen Wege, die Herzlichkeit, die offenen Türen hier in Bern, das erachte ich als herausragende Stärke unseres Hauses. I found it very interesting to be able to directly go to the OR and see the surgeon and directly apply our methodology to real life. Weil wir nur so um die 60 Studenten waren, war das Ambiente sehr familiär und wir hatten sehr einen guten Bezug zu unseren Dozierenden.